Mir ist etwas Krasses aufgefallen. Und zwar kenne ich ja meine Community, wir sind alle sehr ehrgeizige, disziplinierte, produktive Menschen. Und mir ist aufgefallen, wir sind eigentlich alle that girl, nur dass es halt nicht ästhetisch ist. Soweit ich weiß, geht es beim TikTok-Trend That Girl darum, dass man ein sehr produktives, effizientes, schönes, ästhetisches Leben hat, bei dem man sein Leben ständig verbessert, ständig die beste Version seiner selbst wird und so weiter. Und ich sage euch ganz ehrlich, in den Situationen, wo ich mich wirklich verbessert habe, mich weitergebildet habe, ein besserer Mensch geworden bin, sah ich nicht ästhetisch aus. Ganz ehrlich nicht. Und ich sehe auch gerade nicht ästhetisch aus mit meinen komischen Haaren, was ich euch schon im letzten Video gesagt habe, aber naja. Ich als Studium-Produktivitäts-YouTuberin bin ein großer Fan von diesem That-Girl-Trend. Jedoch habe ich auch ein ganz, ganz Problem damit, oder? Ich habe zwei Probleme damit. Erstens der ganze Druck, der dabei entsteht. Ich glaube, wir fühlen uns so, als müssten wir wirklich in diese perfekte Welt, in dieses perfekte Bild reinpassen. Alle um 5 Uhr morgens aufstehen, Sport machen, gesund essen. Aber vor allem müssten wir halt hübsch und schlank sein. Und wie ich gerade schon gesagt habe, war ich in den Momenten, in denen ich eigentlich mein Leben wirklich verbessert habe, nie so schön in diesen Momenten. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser Trend vielleicht ein bisschen nach hinten losgeht. Also wenn es wirklich darum geht, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, besser zu werden und sich selbst immer weiterzuentwickeln, würde ich nicht sagen, dass es darum geht, dass du in diesen Momenten schön und schlank und hübsch und ästhetisch aussiehst. Das ist so die erste Sache. Und die zweite Sache ist dieser extreme Konsum. Es wird von uns erwartet, dass wir sehr viel Geld ausgeben, um dann dieses Mädchen zu sein. Wir müssen diesen teuren Matcha-Tee kaufen, im Pool im Urlaub sein, wir müssen Study-Utensilien kaufen und das alles. Zu diesem Thema habe ich aber schon vor einigen Wochen ein Video gemacht, was du dir sehr gerne hier angucken kannst. Aber heute möchte ich mal meine 5 Tipps mit euch teilen, das sind 10. 5 Tipps mit euch teilen, wie man wirklich that girl, dieses Mädchen bekommen kann und wirklich sein Leben verbessern kann, ohne so ästhetisch auszusehen dabei. Wenn wir das grob auf Deutsch übersetzen, würde das so viel wie: Du wirst nicht zu den Leveln von deinen Zielen aufsteigen, sondern du wirst zu den Leveln von deinem System runterfallen. Das heißt, dir Ziele zu setzen, bringt nicht so viel, wenn du nicht daran auch arbeitest. Das, was im Endeffekt uns wirklich weiterbringt im Leben, sind unsere Gewohnheiten und Systeme und nicht unsere Ziele. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Ziel ist es, nächstes Jahr einen Marathon zu rennen, dann bringt mir dieses Ziel eigentlich nichts, wenn ich nicht daran auch arbeite. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich renne jetzt jeden Tag 20 Kilometer, okay, jetzt ein bisschen übertrieben, ich renne jeden Tag 20 Kilometer, dann ist das die Sache, was mich eher weiterbringen wird, als dieses eine Ziel, einen Marathon zu rennen. Also wenn du wirklich dein Leben verbessern möchtest, reicht es nicht nur, die Ziele zu setzen, sondern du musst dir wirklich auch Gewohnheiten setzen und Gewohnheiten ausdenken, die du dann wirklich jeden Tag praktizierst und daran arbeitest. Der zweite so wichtige Punkt ist, dass du einfach mal dein Handy weglegen solltest. Ich bin ganz ehrlich auch ein Opfer von meinem Handy, von TikTok, von Instagram. Und es ist für mich vor allem abends so schwierig, mein Handy wegzulegen. Aber Leute, jetzt mal Real Talk, ganz ehrlich. Mein Handy lenkt mich so krass ab. Und an Tagen, wo ich mein Handy nicht anfasse, beziehungsweise nicht so viel anfasse und nicht so viel benutze, ist mein Tag einfach so viel besser, weil ich so viel mehr Dinge erledigen kann und es mir einfach so viel besser geht mit meiner mentalen Gesundheit her. Deswegen mein großer Tipp von mir für euch, legt euer Handy weg. Die meiste Zeit, die wir am Handy verbringen, ist sowieso nicht produktiv und hilft uns nicht weiter, sondern drained. Der dritte Punkt ist Consistency over Intensity. Habe ich da ein Bild? Der dritte Punkt ist Consistency over Intensity. Es ist viel besser, Dinge öfter regelmäßig zu machen, als nur ein paar Mal, aber dafür sehr intensiv zu machen. Beispielsweise ist ein Ziel von mir, irgendwann richtig gut Koreanisch zu sprechen und meine Gewohnheiten sind daher, regelmäßig Koreanisch zu lernen. Wenn ich jetzt also jeden Tag ein bisschen Koreanisch lerne, ist es viel besser, als wenn ich nur einmal im Monat ganz intensiv lerne. Und was es im Endeffekt weiterbringt im Leben, sind diese kleinen Schritte, die wir jeden Tag regelmäßig gehen und nicht ganz lange Arbeitssessions, die wir dann nur einmal im Jahr haben. Deswegen sage ich immer sehr gerne, Day by day, step by step, jeden Tag ein bisschen und dann werden wir auch zu unserem Ziel kommen. Vor allem finde ich auch, dass es vielleicht leichter ist, sich zu diesen kleinen Schritten zu motivieren, als zum Beispiel zu einer sehr, sehr großen Arbeits-Lern-Session oder so. Und ich sage mir dann immer, es ist viel besser, etwas Kleines zu machen, als etwas Großes zu machen. Und es ist vor allem auch viel wichtiger, was du machst, als wie du es machst. Das ist nämlich der vierte Punkt. Ich persönlich habe immer so diese Hürde anzufangen mit einer Sache. Beispielsweise mit dem Koreanisch lernen. Ich denke mir dann zum Beispiel so, ja, vielleicht hilft es mir jetzt nicht so, es ist irgendwie so anstrengend und so weiter. Und dann erinnere ich mich immer daran, es ist viel wichtiger, was du machst, als wie du es machst. Denn die Tatsache, dass ich mich jetzt hinsetze, anfange, der Wille da ist, ich neugierig bin, ist einfach das Wichtige bei dieser Angelegenheit und nicht unbedingt, wie ich es mache. Und deswegen sage ich auch immer so gerne, done is better than good, also fertig ist viel besser als gut oder perfekt. Und mein Appell ist aber wirklich, fang einfach an. Wenn du ein Ziel erreichen möchtest, fang einfach an, mach jeden Tag was dafür und lass es nicht nur ein Ziel in deiner Zukunft sein. Und es ist wirklich egal, wie du es machst, wie intensiv du es machst, sondern mach es einfach. Mach kleine Schritte jeden Tag und dann wirst du auch zu deinem
deinem Ziel kommen. Und ich habe gerade gesagt, was du machst, wichtiger als wie du es machst. Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied zu diesem Trend auf TikTok. Denn da geht es eher darum, wie du eine Sache machst. Also wie sehen deine Lernzettel aus, wie sehen deine Notizen aus, wie machst du jetzt Sport, wie siehst du dabei aus, ist alles schön, ästhetisch und so weiter. Und das ist halt das, was ich gar nicht so sehe. Ich finde halt eher, dass wichtiger ist, was du machst, als wie du es machst. Und der fünfte und letzte Tipp, der sehr, sehr wichtig ist, ist, meinen Kanal zu abonnieren. Falls es heute das erste Video ist, was du von mir siehst, dann erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Lara Emily und ich rede hier auf dem Kanal über das Thema Schule, Lernen, Produktivität, Organisation und vor allem genau darüber, worüber auch dieser Trend geht, nur dass es halt einfach nicht ästhetisch ist. Also komm gerne in unsere Community, wir sind hier einfach nur ein Haufen von Menschen, die ehrgeizig sind, die ihr Leben verbessern wollen und ja, wir würden uns sehr freuen, dich hier auch zu begrüßen und aufzunehmen. Oh mein Gott, das klingt so krass. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.